Hallo, ja, ich bin Julia. Ich habe heute meinen Zettel vergessen, also habt bitte Geduld mit mir. Genau, ich habe vor 13 Jahren meine Ausbildung angefangen in einer großen Klinik. Um mal das Szenario damals zu schildern, hatten wir 20 Patienten auf dieser Station. Es waren 5 Examinierte, 2 Praktikanten und 3 Schüler aus verschiedenen Lehrjahren dabei. Hui! Achso, danke schön. So, also kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das für die Patienten war. Ein absoluter Traum. Na, die Liegezeit hat damals auch ungefähr wahrscheinlich ein Drittel weniger betragen als heute, weil die Leute auch gesund aus den Krankenhäusern wieder rausgegangen sind und nicht so wie heute, wo sie einfach raus entlassen werden und mit einer neuen Fallnummer wieder aufgenommen werden, dass dann das Geld auch wieder da ist und die Abrechnung stimmt. Das gab es so in der Form nicht und ich bin schockiert, wie sich das in den letzten Jahren immer mehr gesteigert und gewandelt hat. Ein ganz positiver Schritt war damals mit dem großen Charité-Streik. Seitdem, finde ich, ist sehr viel passiert. Es haben sich sehr viele Bündnisse deutschlandweit gebildet. Es gab 3 Volksentscheide, die jeweils leider alle vom Senat und von der Landesregierung abgelehnt wurden. Ja, buh, mal ordentlich. Also ich finde, es gibt eigentlich kein größeres Zeichen, weil es ist nicht nur ein Zeichen, was die Gesundheit der Bevölkerung einwert, ist es auch ein Zeichen dafür, was die Arbeit im Krankenhaus oder generell im pflegenden Sektor der Regierung wert ist, und zwar einfach gar nichts. Na, es ist nichts wert, dass die Leute sonntags, feiertags, Weihnachten, Silvester arbeiten, dass sie nebenbei unter prekären Bedingungen auch noch zu Hause sich um ihre Familie kümmern. Das Geld ist eine Anerkennung von, weiß ich nicht, -20%, würde ich mal sagen. Und ich finde, es gibt kein stärkeres Zeichen, dass sich was ändern muss, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den Köpfen der Politikern und großen Minister, dass dieser Beruf mehr Anerkennung bekommt. Und auch die Arbeit, die dahinter steckt, die viele Leute unbezahlt zu Hause verrichten. Wir kämpfen seit Jahren dafür, eine ordentliche Personalbemessung zu erhalten. Wir kämpfen aber natürlich auch dafür, dass die Leute entlastet werden, zu Hause wie auch in der Arbeit. Es geht um eine sehr stark körperliche Arbeit, wo es ganz normal ist, dass die von Frauen verübt wird und wo dafür null Anerkennung im ganzen System herrscht, wo keine ordentliche Entschädigung ist und wo man auch bei einer Berufsunfähigkeit nichts erwarten kann. Das ist auch mal noch dazu gesagt, Rückenerkrankungen werden in der Pflege nicht von der Berufsunfähigkeit anerkannt. Ist doch auch ganz schön. Ja, Mann, danke. Ich freue mich tierisch, dass so viele Leute hierher gekommen sind und ein Zeichen mit uns allen setzen, dass es so nicht weitergeht, dass es immer noch viel zu viele Frauen und natürlich auch Männer in diesem Beruf geht, aber hauptsächlich immer noch Frauen gibt, die jetzt sonntags da oben sitzen, sich den Buckel abschuften, die zu Hause sind, die nicht hierher kommen können, weil sie Angehörige pflegen, weil sie keine Kinderbetreuung finden an so einem Tag. Das kann nicht sein, das muss sich ändern. Und das ist kein Unterschied, ob es jetzt Wochenende oder unter der Woche ist. Wir fordern mehr Rechte für arbeitende Frauen. So, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß.